Eintracht Frankfurt ist natürlich ein Club, der natürlich eine Riesentradition hat und eine Riesenstrahlkraft da auch hat. Ich natürlich Eintracht Frankfurt auch in den letzten Jahren auch immer intensiv verfolgt habe, gerade diese Europapokalnächte, wo einfach außergewöhnliche, nicht nur sportliche Leistungen auch von den Fans und von dem Umfeld, glaube ich, hat Eintracht Frankfurt in Europa bekannt gemacht. Und es war immer für mich so, wenn ich dann vor dem Fernseher saß, immer beeindruckend. In den letzten Jahren ist ja auch sehr, sehr erfolgreich und gearbeitet worden mit Freddy Bobic und auch Adi Hütter. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein, den Verein weiterentwickeln zu können, meine Ideen mit einfließen zu lassen und auf der Basis, die jetzt geschaffen worden ist, diesen Weg weiterzuführen. In Leipzig habe ich natürlich unheimlich viel lernen können. Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zusammen mit Julian und haben da auch einige Dinge entwickeln können. In Frankfurt wird ja ähnlicher Fußball gespielt, offensiven, attraktiven, aktiven Fußball, und das ist ja genau das, wie ich Fußball sehe und wie ich Fußball sehen möchte. Und natürlich kann ich dann vielleicht ein paar Dinge dann einfach mit einbringen, auch mit der Erfahrung dann im internationalen Bereich, was ich in Leipzig natürlich sammeln konnte, einfach auch versuchen, die Dinge, die ich dort mitnehmen konnte, einzubringen, sodass wir als Eintracht Frankfurt uns weiterentwickeln und in den nächsten Jahren erfolgreich sind. Den Kader so zu verstärken, dass diese Spielweise noch intensiver umgesetzt werden kann und dass wir hier in jedem Heimspiel ein Feuerwerk abbrennen können. Und das ist halt letztendlich das Ziel. Ich versuche natürlich, die Dinge oder meinen Job gut zu machen. Das ist immer, hilft immer, dann auch die Leute davon zu überzeugen, dass wir die Unterstützung oder dass wir das, was wir jetzt in Zukunft angehen, auch die Unterstützung erfahren. War von Anfang an unser Top-Kandidat? Und hat sich auch in den Gesprächen dann oder in einer Gruppe von Top-Kandidaten in den Gesprächen hat er sich als klare Wunschlösung herausgestellt. Was hat uns an Markus Krösche beeindruckt? Zunächst haben wir natürlich intensiv ihn recherchiert und auf dem sozusagen Blatt analysiert. Die Vielseitigkeit seines Lebenslaufs war etwas, was sofort herausgestochen ist. Vielleicht noch eine schöne Anekdote auch für euch draußen. Markus Krösche stand schon vor jetzt fast 19 Jahren auf unserem Zettel. Charlie Körbel hat mir geschrieben, als wir es announced haben, dass er 2002 Markus Krösche holen wollte und Tony Woodcock die Personalie abgelehnt hat. Sie sehen daraus, wie langfristig wir bei der Eintracht planen.